Also heute freue ich mich ganz besonders auf den Part, denn ich habe keine Ahnung warum. Aber irgendwie ist die Freude sehr groß. Jetzt wollte ich es irgendwie begründen, aber kann ich gar nicht. Ich bin jetzt von Arbeit nach Hause gekommen und ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Denn wenn ich mal hier auf die Karte drücke, ihr seht, ich bin schon völlig woanders. Ich habe ja hier nochmal die einzelnen Karten aufgeschlüsselt und ich bin jetzt seit der gestrigen Folge nochmal zum Ausgangspunkt zurückgelaufen nach Mistmund. Hab versucht, hier unten noch zu farmen, was auch ging. Dann konnte ich mir den Weg hier unten freikaufen. Und dann habe ich festgestellt, ui, hier gibt es ja richtig viele Nebenschauplätze. Ich war oben rechts. Seht ihr das hier auf der Karte? Da ist doch so ein Durchgang, der noch schwarz ist. Also man kann durch, da ist keine Wand. Und da komme ich nicht weiter. Weil da brauche ich irgendwas, um den Bergstollen zu zerbomben, dass ich nach unten fallen kann. Dann in einem anderen Raum hat mir Licht gefehlt. Dann fehlt mir ein Schlüssel. Dann bin ich unten wieder nicht vorbeigekommen, weil da eine Tür zu war. Und irgendwie löst das in mir so ein Glücksgefühl aus. Ich habe keine Ahnung warum, weil es gibt so viele Orte, die es halt zu entdecken gibt. Es gibt ganz viele Sachen, die man hier noch entdecken kann. Das ist irgendwie total cool. Also nicht nur irgendwie eine Tür, die verschlossen ist, sondern kommst du eben nach 2 Stunden wieder zurück und kannst da nochmal rein. Nee, wir haben wirklich an jeder Ecke gibt es irgendwas zu entdecken. Und es gibt neue Kreaturen. Es gab sogar noch ein paar, naja, kleine Zwischenkämpfe. Und da ärgert es mich jetzt, dass ich das nicht aufgenommen habe, denn das war locker auch eine Stunde. Naja, sei es drum. Habt ihr jetzt quasi eine Stunde Rumgefarme oder Rumerkundung nicht gesehen? Das heißt für mich, wir könnten da einen Stream irgendwann machen, für diejenigen, die da halt Bock drauf haben, wenn ich nochmal so eine Erkundungssession mache. Oder ich mache einfach noch eine Folge nebenbei, die ich mit hochladen kann. Ansonsten habt ihr jetzt auch nicht so viel verpasst. Ich meine, ein paar von euch werden es ja eh schon kennen. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Es gibt jetzt ganz viele Kreaturen wie den Typen hier, der gibt mir Sachen zum Kaufen an. Und ich habe mir die Folge im letzten Mal natürlich nochmal angeguckt. Ich habe da insgesamt fast 1000 Geo verloren. 1000! Das ist das, was ich mir hier schon hätte leisten können. Weil jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich ganz viele Sachen kaufen kann. Ich meine, das sind nur 3 Stück. Aber es gibt noch andere Händler, die auch so Sachen haben. Und oh, das ärgert mich richtig. Das ärgert mich komplett. Denn es gibt einen Ort, da kann man ganz viel massiv einkaufen. Nämlich da schaut man nach rechts. Ich kann nicht weiter nach rechts drücken, aber dieses Symbol neben der Bank, das ist irgend so ein weiblicher Käferkopf, soll das sein. Und die Dame, die hat den coolsten Shit. Und deswegen muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich darf auf keinen Fall Geld verlieren. Das ist eben das Problem vom letzten Part. Ich habe gedacht, ja mein Gott, wie viel werde ich schon verloren haben? 1000 ist schon zum jetzigen Spielzeitpunkt sehr, sehr unangenehm gewesen. Ja, was machen wir jetzt noch so? Wir gehen nach unten und gehen mal zu einem Bossraum, denn da bin ich nämlich gescheitert, habe dann das Spiel pausiert und beendet und habe mir gedacht, oh cool, das zeigst du am Anfang der nächsten Folge, also heute. Und wisst ihr, was auch cool ist? Es haben sogar schon ein paar von euch die erste Folge sich reingezogen und ich habe gedacht, das werden gar nicht so viele Leute sein, denn machen wir uns nicht vor. Hollow Knight ist nun mal ein altes Spiel, auch wenn wir es hier in der Void Hard Edition zocken. Aber ich denke, viele haben es schon gesehen, es gibt schon diverse Speedruns und ich stelle mich hier auch wieder aalglatt an. Da habe ich ja direkt schon das Bedürfnis, nochmal zurück zur Bank zu gehen. Mache ich auch, denn ich brauche Lebensenergie. Und es ist schon cool zu sehen, dass da doch noch ein paar tapfere Recken das hier noch mit mir verfolgen möchten. Finde ich sehr schön. Ryo hat sogar reingeschrieben, er hat das Spiel auch noch gar nicht gesehen. Also macht das mit mir quasi auch blind. Für mich ist es ebenfalls blind. Ich habe keine Ahnung, was hier kommt. Und ich weiß auch nicht, wie der Pfad des Schmerzes genau aussieht. Habe ich größtenteils auch mir nicht angeguckt, aber ich fand ihn dennoch geil. Oh Mann, ich muss hier echt aufpassen. Ich darf nicht einfach so nach unten jumpen. Denn da unten ist überall Bröckelpfütze. So, und hier war der Boss. Da bin ich noch nicht weitergekommen. Hier sind nämlich gleich 2 riesendicke fette Pilze. Und ich habe mir noch keine Strategie ausdenken können, weil das ging mir alles zu schnell. Die werfen irgendwas Explosives oder irgendeine gallertartige Masse, die am Boden bleibt für ein paar Sekunden. Und wenn ich Pech habe, macht das der linke und der rechte. Es gibt da 2 davon und dann weiß ich nämlich nicht, wo ich hingehen soll. Und mit 4 Leben, tja, habe ich keine Ahnung, ob wir hier heil aus der Nummer rauskommen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein und gucken, was passiert. Mm-hmm.
Ich glaube, das war auch mein Problem am Anfang. Dass ich mich nämlich nicht hier aufheilen konnte. Oder ich springe einfach immer von links nach rechts. Man hat hier keine Möglichkeit, sich gut aufzuheilen. Das ist ein riesengroßes Problem. Oh, der ist aber weg. Und da bin ich genau reingetascht. Müssen wir auf Risiko gehen. Jetzt habe ich eine Ruhephase, kann mich aufheilen. Dann war es doch gar nicht so schwer. Aber ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Weil ich habe mich am Anfang total überrumpelt gefühlt durch diese blöden, orangenfarbenen Pfützen. Aber wenn du einfach immer nur von links und nach rechts springst und dem einen so zwei, drei Schläge mitgibst, dann dem anderen auch zwei, drei Schläge, dann ist der Kampf doch gar nicht so hart, wie ich dachte. Beim zweiten Versuch direkt. Richtig gut. Oder manchmal braucht man auch einfach nur eine Pause zwischendurch. Was haben wir jetzt hier bekommen? Talisman? Ein Talisman-Sockel, richtig genial. Die Sockel kannst du nämlich auch kaufen bei der großbusigen Dame, wenn sie denn überhaupt Busen hatte. Und muss ich mir auch kaufen. Ich weiß, der Typ, dieser Gollum da oben, der hatte so ein Item, dass ich mehr Geo verdiene, wenn ich die Gegner besiege. Das muss ich mir zuerst kaufen. Kostet zwar 250 und ich kenne den Effekt nicht, aber ich will farmen so ein bisschen, also Geld farmen. Und hier ist es das Bessere als im Vergleich zu Bloodstained. Du kriegst keine Erfahrungspunkte. Das heißt, du kannst selber überlegen, will ich jetzt hier 4 Stunden farmen, um eben Geo zu sammeln? Wenn ja, kannst du dir Items kaufen. Das war's aber. Nichts mit Erfahrungspunkte, nichts mit ATK-Schub oder sowas. Finde ich auch besser. So ist das auch viel besser gelöst als noch bei Bloodstained. So, erstmal durchatmen. Was gibt's sonst noch Neues? Ja, ich spiele heute auch mal wieder mit Kopfhörern, weil ich habe festgestellt, dieser Kartentyp, der Kartograf, den hört man ja, den habe ich nicht gehört. Ich spiele ja sonst immer so, dass der Bildschirm, also mein Fernseher, auf minimale Lautstärke eingestellt ist und ich ohne Kopfhörer spiele. Warum? Weil ich kann einfach die Kopfhörer nicht ab. Keine Ahnung, warum das bei mir so ist. Der Durchschnittsstreamer hat ja immer Kopfhörer auf, aber irgendwie können meine Ohren das nicht ab. Vielleicht liegt es am Bluthochdruck. Wer das noch nicht weiß, ja, ich habe den, wurde offiziell diagnostiziert. Und seitdem ich da die Tabletten habe, geht's. Habe ich keine Schwierigkeiten mehr. Vielleicht liegt es daran, wenn da irgendwas so um die Ohren ist. Ich werde da zum Beispiel auch sehr schnell warm am Kopf, wenn ich hier Kopfhörer aufhabe. Das war damals bei den umschließenden Kopfhörern auch schon so. Da ist mir immer fast der Kopf explodiert, weil sich da die Hitze gestaut hat. Also keine Ahnung, warum das bei mir so ist. Das nur mal so nebenbei. Hab da ein bisschen was über mich erfahren. Ist doch schön. Hat sich die Folge heute schon gelohnt. Also wer irgendwann mal einen Wiki-Eintrag machen möchte zu mir, dann bitte das mit reinschreiben. Der dumme Typ hat Bluthochdruck. Und jetzt haben wir hier nämlich die Abkürzung geschaffen. Hammer, oder? Ich war ja nämlich schon. Hier sind wir beim letzten Mal auch stehen geblieben. Ich bin hier schon mal weitergelaufen, ihr habt auch nichts verpasst. Wir werden jetzt gemeinsam aber rechts lang gehen, denn dort, so wie es aussieht, ist nochmal ein Bosskampf. Da hinten das Symbol. Ist das ein Boss? Es ist lange her, aber unten komme ich eben nicht weiter. Unten rechts war kein Weg, wo ich lang gehen hätte können. Deswegen denke ich, werden wir von rechts die Sachen erobern. Und dann kommen wir irgendwann wieder zurück zum Königs... Ja, weiß ich nicht, Heim, wie heißt das unten? Königs irgendwas? Station der Königin. Wo wir auch noch gar nicht wissen, welche Königin das sein sollte. Der war zwar nicht schwer, aber ich war irgendwie überrumpelt gerade, weil der war doch vorher gar nicht da, oder? War der schon da? Und ich muss auch... Ach, ich bin ja auch völlig falsch. Ich muss nach oben springen. Und wir können ja mit L1 auch immer die Karte als Shortcut benutzen. Das darf ich auch nicht vergessen. Aber ich kann Gott sei Dank hochspringen. Wieso ist mir das erst nicht aufgefallen? Hier ist ja nochmal der Pilz. Kann ich ihn farmen? Kann ich hier Geld farmen? Oh, das war die falsche Taste. Ich wollte dashen, habe aber den falschen Knopf gedrückt. Aber gut, der ist ja, also solo ist er ja gar nicht schwer. Der gibt uns 45. Das muss ich testen, Leute. Da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Ich muss nochmal nach unten springen. Weil wenn der jetzt wirklich immer wieder da ist,
dann ist das der beste Punkt, um den zu farmen. Also um Geld zu farmen. Nee, jetzt ist er weg. Kann man das einer erklären? Das ist mir schon mal aufgefallen, dass die, also die Gegner, die haben schon einen gewissen Wiederspawn-Punkt. Das ist ein komisches Wort, ne? Ein Wiederspawn-Punkt. Ich würde sagen, einen widerlichen Spawn-Punkt. Aber ich weiß nicht, wann das getriggert wird. Es muss ja irgendein Move, den ich mache, dafür verantwortlich sein, dass der Pilz da oben wieder da ist. Weil weiter war ich ja nicht. Jetzt ist er weg. Das ist seltsam. Das ist seltsam. Es sollte mir diese Lokalisierungen... Also nicht die Lokalisierung, sondern die Lokale. Diese Ortschaften. Ne? Die sollte ich mir einprägen. Ja doch, heißt doch Lokalisation, oder? Irgendwie denke ich da gerade an Stimmvertonung und so weiter. Oder ich bringe da gerade was deutlich durcheinander. Aber ist doch egal. Es ist scheißegal. Aber ich höre zumindest den coolen, witzigen Ton dieses Pilzes. Das ist mir vorher auch gar nicht aufgefallen. Da kriegst du eben diese schönen Stimmen vom Gegner und die Surround-Effekte besser wahr. Miau, miau. Das ist das schon fast eine Katze. Das ist ein Katzenpilz. Aber wieso klingt der wie eine Katze? Aber ich merke schon wieder, wie mein Kopf rot wird. Ah, den Selbstmord. Er ist in den Selbstmord reingesprungen, freiwillig. Was macht er denn sowas? Wie kann er nur? Aber ist doch schön, ist auch eine Art. So, jetzt wieder ein bisschen besser konzentrieren. Und ich sollte nicht auf die Karte drücken. Ach ja, und was ich auch vergessen hatte. Wer sich jetzt wundert, wieso wir in dem Gebiet sind und die Karte aber nicht irgendwie anders farblich dargestellt wird. Das passiert immer, wenn ich eine Bank finde und ich mich dann hinsetze und ausruhe. Dann nimmt sich unser Knirps die Zeit und trägt alles das ein, wo wir gewesen sind. Das ist eine ziemlich coole Mechanik. Ja, und dann machen wir es uns ganz einfach. Habe ich nämlich auch vergessen. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier lang kann. Vom Sound der Klinge klang es schon so, als wenn man da oben was machen könnte. Als ob da Ketten sind, die man so wegschlagen könnte. Also, dass wir quasi auch der Springer der Ketten sind. Und die Dinger sind richtig ekelhaft. Weil die werden nämlich explodieren. Und können uns zudem noch verfolgen. Boah. Das habe ich mir schön verdrückt. Jetzt habe ich irgendwas nach vorne geschossen, wollte ich gar nicht. Also ihr seht, man kann die zwar zerstören. Aber es ist einfach müßig, das zu versuchen. Und ich glaube, da oben ist tatsächlich eine Tür. Deswegen ist das nämlich auch so von der Umrandung ein bisschen anders hervorgehoben, als wenn es ein ganz normaler Durchgang wäre. Dann bleiben wir doch mal auf der rechten Seite. Vielleicht gibt es eine Bank irgendwo, dass wir nochmal ausruhen dürfen. Ah, hier wird schon wieder dunkel. Dunkel und gemunkelt. Oh, wir haben ein Monument gefunden. Irgendeine Inschrift. Eine Gravur. Wir gedenken des Ältesten. Der ist hier begraben, oder was? Wenn die des Ältesten gedenken. Und hier gibt es nichts zu holen. Ich habe übrigens oben auch in Mistmund nochmal einen neuen Charakter gefunden, der gesagt hat, hier unten ist irgendeine Arena, eine Kampfarena. Und wir sollen ihn dann unten ansprechen. Klingt auch ziemlich spannend. Ich will wissen, wie die Arena aussieht. Aber laut Karte ging's doch da oben auch lang, oder nicht? Schaut mal. Da sind doch noch mehr Einkerbungen, wo es für mich so aussieht, als wenn es links lang gehen, in rechts lang gehen könnte. Die Wand ist nicht komplett durchzogen. Oder es täuscht. Fehler in der Matrix. Na egal. Gehen wir dann doch erstmal links weiter. Ich höre Käfer, Leute. Freund oder Feind? Aha. Die winzigen Schritte einer winzigen Kreatur.
Du siehst wie ein Abenteurer aus, also haben wir viel gemeinsam. Du suchst nach gefährlichen Orten, ja? Nun, da bist du auf dem richtigen Wege. Hier ist ein gefährlicher Ort, ich bin gefährlich und das macht dich bereits zum Sterben. Eine langhalsige Kreatur hat mich vor einem Stamm in der Tiefe gewarnt. Krieger, so sagt sie. Und mich dürstet es förmlich nach einem richtigen Kampf. Na, hier bin ich doch. Mach's gut, mein abenteuerlicher Freund. Bleib am Leben, auf dass sich unsere Wege kreuzen, genau wie unsere Krönung klingen. Ich hab Bock auf Kämpfen. Okay, der oder die hat ja eine doch sehr sanfte Stimme. Die sieht gar nicht so aus. Das ist so der typische Fall. Telefonkundenservice. Total geile Stimme und man stellt sich im Kopf so bereits vor, oh, wie mag die Person wohl aussehen. Und dann ist das derjenige, der da am anderen Ende sitzt. Deswegen hat sie nämlich auch auf dem Kopf irgendein Tuch. Die ist nämlich mega hässlich und versucht alles zu verbergen. Zu viel Akne wahrscheinlich. Und da oben sieht es so aus, als könnten wir... Holen wir uns hier, die Dinger hier. Mal nochmal. Reicht nicht. Ich weiß, da ist noch ein anderer. Oder ich bin... Ich mache irgendwas nicht ganz richtig. Mach nochmal. Also ich bin der Meinung, man könnte es schaffen. Weil ich bin nicht am höchsten Punkt. Immer wenn ich nach rechts dashe, bin ich nicht auf der allerhöchsten Stelle. Aber ich glaube, ich habe dann eher einen Knick in der Optik. Okay, lass mal das mal sein. Ich versuche mal, die anderen noch zu erwischen. Doch, das geht. Das geht mit den anderen. Ja, hätten wir auch gleich so machen können. Ich habe ja völlig vergessen, dass ich auch nicht nur geradeaus nach oben senkrecht springen kann. Ich kann ja auch noch die Richtungstasten drücken und kann das ja beeinflussen, wohin ich jumpe. Also damit habe ich noch Schwierigkeiten mit dem Springen. Und ich muss hier verdammt aufpassen, dass ich nicht in irgendeine Lake reinfliege. Also immer schön nach unten gucken. Oje, oje. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Hier rechts könnte ein Schatz sein. Links ist aber die Abkürzung. Da könnten wir erstmal zurück und dann wieder auf eine Bank halt versuchen. Oder wir gehen unten rechts. Weil wenn das wirklich so ein Bosskampf ist, könnte es dort auch eine Bank geben, wenn das Spiel nett ist. Nein! Nein! Das war der zweite Boss, Leute. Das war auf jeden Fall der zweite Boss. Aber warum ist die hier unten? Also hier sterben wäre schon echt Mist. Oh, wir haben Energie. Oh, Gott sei Dank. Wir haben hier ein bisschen Seelenenergie bekommen. Das nutze ich alles zur Heilung. Und gerade jetzt haben wir auch wieder schön viel... Ich komme nicht nach oben, leider. Es ist eine Gewöhnung. Ich denke, damit werde ich dann ganz zum Schluss bei den größten Herausforderungen auch die meisten Schwierigkeiten haben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Na, wir machen erstmal den platt hier unten. Aber es muss doch möglich sein, dass man da zwei Schläge mitgeben kann. Ich will immer nicht abwarten. Nein! Oh, dieses einfache Reingelaufen, das sind die schlimmsten Tode, die man hier haben kann. So,
Was haben wir jetzt geschafft? Gar nicht? Abkürzung? Das war nur eine Abkürzung. Der ganze Weg nur für eine Abkürzung? Gibt's ja echt nichts weiteres? Oh, wie lame. Hätten wir uns schon sparen können. Weil es gibt da für mich keinen Grund. Sag mal, ich müsste jetzt nochmal von da oben kommen. Ich gehe doch da unten nicht lang. Bin doch nicht lebensmüde. Da ist doch der Weg hier viel, viel einfacher. Also diese Abkürzung verstehe ich nicht. Nein, das gibt's doch einfach nicht. Mann, ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Es steuert... Nein, 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 nein. Nervig. Leider, leider sehr nervig gewesen gerade. Na, ich könnte jetzt das auch wieder wegschneiden. Mal gucken, wie lange ich jetzt brauche, um nochmal dahin zu kommen. Und ich sag euch, die Abkürzung macht halt wenig Sinn. Bin ich hier richtig? Ja, wir sind hier richtig, tatsächlich. Widerlich. Naja, sag mal so, wenn man das Spiel schon 10.000 Mal durchgespielt hätte, dann könnte man ja die Wege schon in- und auswendig lernen. Ich dachte gerade, der hat mich jetzt erwischt. Aber sie kommt nochmal. Noch ist sie nicht weg. Naja, jetzt müssen wir sowieso nach links. Weil der Geist wird ja irgendwo stehen. Da ist er. Och, komm schon. Okay, haben wir zumindest unsere Kohle erstmal wieder. Ich glaube, ich weiß, was meine größte Schwierigkeit bei diesen Sprüngen ist. Weil ich kenne das von anderen Spielen, dass man erst dann drückt, wenn du kurz vor einem Trampolin bist, musst du ja oft dann immer so X drücken und bestätigen, dass du noch höher springst. Hier ist es aber so, du musst nach unten drücken und schlagen und am besten schon so 5 Meter weiter oben. Das heißt, du musst viel eher nach unten schlagen, damit du das Trampolin erwischst. Und das mache ich nämlich immer nicht. Also ich versuche immer ganz, ganz kurz, wenn ich ja knapp vom Landen bin, dann versuche ich erst nach unten zu drücken und zu schlagen und dann ist es natürlich schon zu spät. Das ist mein fucking Problem. Da muss ich mir was anderes überlegen. So, und jetzt gehen wir erstmal hier nach links. Oder doch nach rechts. Ich will dir das nicht gleich hinterher. Nachher komme ich da nicht mehr raus. Na, mal gucken. Vielleicht gibt's ja doch noch. Oh je, wenn da schon steht, betrachten. Hier endet der Pilgerweg. Das Herz von Heilands Nest liegt offen vor dir. Schreite voran und nimm Anteil an seiner Herrlichkeit. Das ist doch Verarsche. Das ist eine Falle, Leute. Das ist eine Falle. Ich kann aber jetzt nicht hier rüberlaufen, oder? Ihr stürzt da runter. Kann das sein? Weil das Ding ist ja im Hintergrund. Aber wer weiß, ob das nicht so optische Täuschung ist und du kannst jetzt wirklich da langlaufen. Wollen wir es mal probieren? In meinem schlimmsten Fall fahren wir einmal in die Grütze rein. Ja. Kann ich nichts machen. Und ich komme auch nicht nach oben. Das heißt, hier endet der Weg für mich auch erstmal. Dann haben wir alles richtig gemacht. Weil wir haben jetzt einen Weg gefunden, wo wir nicht weiterkommen. Und damit bleibt uns ja auch nur ein bestimmter Weg übrig. Ich gehe trotzdem mal hier nach oben, weil ich brauche Punkte, die ich mir zurückholen möchte. Ja, das bisschen Geld können wir auch noch mitnehmen. Nachdem er seinen letzten Luftikus rausposaunt hat. Und jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, wo es für mich vorhin nicht weiterging. Die sind ja einfach zu besiegen, die kannst du auch dazu nehmen, um nochmal Seelenenergie zu generieren. Und Schotter nehme ich immer wieder gerne dankbar an, her damit.
Kohle, Kohle, Money, Money, Geo, Geo. Oh, nicht gut. Das machen wir uns schön einfach. War jetzt hier die Abkürzung? Ich glaube ja, oder? Aber warum bin ich vorhin nicht weitergekommen? War das so ein Einwegportal? Was ist das hier? Aber nur Licht. Wieso bin ich hier nicht weitergekommen? Es muss irgend... Ja, da war ein Hebel. Genau deswegen. Dann haben wir hier eine Shortcut freigesetzt. Das finde ich schon mal richtig gut. Weil ich glaube, da hinten, da war doch auch noch eine... Eine Bank. Wenn wir uns da jetzt hinsetzen, dann fangen wir nämlich immer von dort an. Oh, bin ich froh, dass wir das jetzt hier haben. Aber die Bank ist dann noch sehr weit weg. Gehen wir trotzdem hin? Ich bin mir nicht sicher. Ich spekuliere einfach, dass wir nochmal eine weitere Bank finden werden, wenn wir in die andere Richtung laufen. Und hier oben waren wir auch noch gar nicht. Mal gucken, was hier oben ist. Oh, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das könnte später ein Endkampf werden. Naja, man kann ja auch versuchen, so einfach erstmal drauf stehen zu bleiben. Oh, bin mir jetzt erschrocken. Habt ihr das gehört? Da ist der Kater gerade reingekommen und hat richtig laut miaust. Alter. Ach, guck mal hier. Nein! Hat sie mich zurückgestoßen? Crap. Es gibt ja Effekte, wenn ich einen Gegner schlage, dass ich nicht mehr zurückgenockt werde. Das bräuchte ich. Aber ich dachte, ich hätte schon ausgerüstet. Ja, na, hier schießen wir einfach eine Salbe rein. Gutes. Oh, ein Würmchen! Ja, ich spreche seine Sprache nicht, aber ich glaube, er wollte sich bei mir bedanken. Und da wollte ich ja auch noch hin. Habe ich noch völlig verplant. Ich müsste mal wieder zu den Raupen gehen. Weil irgendwas geben die dann noch bestimmt. Für die glorreiche Rettung. Und hier nochmal schön Asche. Ja, und ich habe gesehen, ich kann rechts runter. Da ist eine Lücke. Das war's noch nicht. Da gibt's noch mehr, Leute. Da gibt's auch hundertprozentig noch mehr. Also erstmal können wir hier schon mal gucken. Ob da ein Weg nach rechts führt. Nach links. Sieht aber nicht so aus. Und hier werde ich mal nach links drücken. Vielleicht kommen wir ja irgendwo rein. Nee. Schade. Aber ich würde es machen, wenn das mein Spiel wäre, würde ich dort nochmal so einen versteckten Pfad mit reinzeichnen. Aber nicht zeichnen, einfach nur unterbringen. Dass man dann, wenn man ein bisschen Erkundungsreize auch dann hat, dass man da belohnt wird. Okay, wir haben unten einen Weg, der geht nach links und einen, der geht nach rechts. Aber links kommen wir nicht hin. Das sieht schon sehr stark nach Doppelsprung aus. Vielleicht ist ja die nächste Fähigkeit genau das. Oh, das gefällt mir nicht. Das, was ich hier sehe, gefällt mir überhaupt nicht. Aber es ist ein Sprung, den werden wir wohl hinkriegen. Oh, hätte ja sein können. Hier war ich gerade auch wieder völlig überfordert. Also mein Gehirn hat mir sofort gesagt, du kennst das Monster nicht. Attackieren, attackieren, besiegen, nimm alles, was du hast. Ich weiß nicht, weil gerade hier hinten, ich meine, wir hätten den vielleicht auch besser analysieren können oder vielleicht einfach rüberspringen. Ja, manchmal ist halt so, du hast halt Schiss und dann versuchst du irgendwas zu drücken, der hätte uns auch easy peasy besiegen können. Hat er aber nicht.
Okay, der war einfach. Der ist nicht so schlimm wie die Fliegen von oben, die immer auf dich zugejumpt sind, die ja auch schon zwei Schläge brauchen, bis man die besiegt hatte. Ah, das ist er nochmal. Ich weiß nicht, ob ich über die rüberspringen sollte. Am besten... Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder rotze ich den mit meinem aufgeladenen Schuss weg. Er hat ja einen Schlag gereicht. Oder auch nicht, hat mir vorher einmal getroffen. Also der hält vier Schläge aus. Oder ich kaufe mir, auch das ist ein Skill durch den Talisman, einen Effekt, dass meine Schlagreichweite größer ist. Weil dann muss ich nicht ganz so nah an den ran und kann den damit auch besiegen, weil das fehlt mir bei diesem Gegner. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Zwischengegner, muss ich mal sagen. Mach ich denn jetzt? Ich meine, es gegen den rüberspringen wahrscheinlich. Naja, ich könnte rüberspringen oder über den und dann einfach einen Schlag nach unten machen. Hat funktioniert? Hat funktioniert? Einfach immer auf den drauf. Nice, richtig gut. Und das, obwohl das noch nicht meine Stärke ist. Und den da hinten habe ich auch gesehen. Wir holen ihn nach unten, den kriegen wir hin. Ja, easy going. Oh, wir haben schön viel an Geld gesammelt. Das finde ich richtig gut. Ich darf es auf keinen Fall verlieren. Was mache ich jetzt hier? Das ist da auch wieder irgendwas. Ihr Wanderer, die ihr den Tod sucht, willkommen! Mögen unsere Klauen euch zu einem schnellen Ende verhelfen. Das waren diese Viecher. Diese riesengroßen Heuschreckenklagen. Das alles? Aber nett sind sie. Die heißen uns willkommen. Also ein freundlicher Tod. Wir gehen doch hier nochmal auf die Karte. Ja, wir sind an komplett neuen Gebieten. Keine Ahnung, wie groß der Dungeon ist. Irgendwo muss der Kartentyp sein. Da können wir nicht rüberspringen. Macht aber nichts. Ich kann leider nicht dashen und schlagen gleichzeitig. Habe ich nicht gewusst. Also die brauchen eine aufgeladene Anzeige und einen normalen Schlag. Dann sind die down. Also zählt der aufgeladene immer für drei Treffer. Das war schlecht. Das war gerade richtig grottenschlecht. Das ist eben der Nachteil, wenn man das nicht ganz so beherrscht und man schlägt leider daneben. Dann hast du ein Problem. Und Wurst hat mehrmals getroffen. Aber wir haben ja Gott sei Dank diese fliegenden Gegner. Weil die erwischen uns nicht. Die erwischen uns doch, wollte ich gerade sagen. Wieso? Wieso ist denn jetzt gestorben? Ach stimmt, ich habe ja was ausgerüstet. Und zwar, dass der Gegner Schaden bekommt, wenn ich ihn... Nein, es... Oh, bitte nicht tot. Oh je. Komm schon! Komm schon! Oh. Alter, ist mir jetzt gerade die Muffe gegangen. Das war das Schlechteste, was hätte gerade passieren können. Wir stürzen einfach nach unten und fallen genau in die solche Gruppe rein. Und dann noch links und rechts ein paar Gegner. Oh Mann, ey, also das darf auf keinen Fall passieren. Nein! Was war das denn? Was nun?
Wisst ihr, was ich gedacht habe? Hier unten ist die Pfütze und ich habe diesen Gegner gar nicht gesehen. Ich habe mich gerade echt gewundert, warum ich nicht gestorben bin und oben wieder den Spawnpunkt habe. Alter, das sieht jetzt richtig, richtig schlecht aus für mich. Wenn ich jetzt hier sterbe, wäre das... Das wäre richtig Mist. Oh je. Ich brauche eine Bank, Leute. Oh, hier ist eine... Oh, Alter. Hui. Da muss ich jetzt erstmal durchhaben und ich bin echt froh, dass wir das bisschen geschafft haben. Genau zum richtigen Augenblick haben wir die Bank getroffen. Richtig, richtig gut. Da muss ich erstmal gucken, wie es die Karte aussieht. Das ist ein neues Gebiet. Wir konnten ja links noch nicht rein. Das war zu hoch für uns. Und wir sind in einem komplett frischen, anderen... Nee, es ist immer noch die Pilzöde. Wieso sind wir noch in der Pilzöde? Weil die Farbe ist doch eine ganz andere, laut der Karte, die wir hier haben. Das ist doch so... so dunkel im Hintergrund, als ob wir noch gar nicht hier die Räumlichkeiten... gehen konnten. Und wieso war da oben noch ein Gang? Ich habe links was übersehen. Da muss ich nochmal nach oben. Das muss ich mir nochmal angucken. Weil wir sind ja auch sehr schnell nach unten geplumpst. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. So, hier war nur ein Item. Also Geld. Habe ich schon wieder nicht gesehen. Ich schaffe das leider nicht. Der ist zu schnell. Also seine Reichweite ist viel, viel größer und stärker als mein Dash nach hinten. Also das Zurückdashen ist ja eine nette Strategie, die ich mir da ausgedacht habe, aber hilft halt nichts. Schaffe ich nicht? Das ist ja interessant. Wie ich es aber auch immer wieder probiere. Ich lerne auch einfach überhaupt nichts dazu. Wie ein kleines dummes Kind, das immer wieder dieselben Fehler macht. Schaffen wir nicht. Ich glaube, wir kommen dann nicht bis nach drüben, oder? Schaffen wir das? Doch, schaffen wir. Oh, hat er uns echt getroffen? Gibt's ja nicht. Weil gerade die Vögel können ja eigentlich gar nichts. Dass der mich erwischt hat, ärgert mich richtig. Mit dem. Weil der nervt tatsächlich. Dieser Gegner nervt mich am meisten. Hm. Ja, ich habe ja Gott sei Dank mitgezählt. Also 10 kann ich noch. Und wir haben ihn ja 2-mal oben getroffen. Oder 3-mal sogar. Und dann war nur noch ein Schlag übrig. Also das hätte tatsächlich schlechter laufen können. Jetzt überlege ich, ob wir den da oben noch irgendwie mitnehmen. Ich meine, es ist kein Muss, aber ich habe Bock drauf. Auch das war eine richtig dumme Entscheidung. Ich komme hier aber auch nicht nach oben. Ich sage ja, ich brauche hier einen Doppelsprung. Oder einen Wandsprung? Also was sie hier gut gemacht haben oder eben nicht so gut, das sind die versteckten Gegner. Ich habe richtig Schwierigkeiten auch immer zu entdecken, dass da irgendein ein Vieh ist, was mich verhauen möchte. Den zum Beispiel habe ich auch erst sehr, sehr spät gesehen. Hätte er seinen Mund nicht aufgemacht, hätte ich ihn gar nicht gecheckt. Aber die melden sich ja immer, wenn irgendwas kommt.
Oh, und da sind die nochmal. Kann ich ihn rauslocken? Kommt er raus? Er kommt raus. Ach, wegen diesem einen kleinen Gemäuer hier. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, wieso ich nicht weiter nach rechts gehen konnte. Aber man kann die ja dann doch auf diese Art und Weise besiegen. Das ist ja interessant. Also der muss erst schlagen und ich muss einfach nur ein bisschen weiter wegstehen. Und dann habe ich auch eine realistische Chance, dem Schaden zuzufügen. Und ich hätte den da oben doch besiegen müssen. Weil wir müssen hier oben lang. Das ist ein größerer Komplex eines Gebäudes. Könnte eine Fähigkeit sein. Ich mag die bedrückende Stimmung hier drin. So, jetzt haben wir es. Was haben wir jetzt gefunden? Doppelsprung? Mantisklaue. Während du an einer Wand heruntergleitest. Ach, drücke X. Während du an einer Wand heruntergleitest. Um erneut zu springen. Springe von Wand zu Wand, um in neue Gebiete zu gelangen. Es ist tatsächlich ein neuer Skill. Das ist richtig cool. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, damit kommen wir vielleicht auch auf der einen Seite weiter. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man so einen Wandsprung macht und dann auf die... Doch, geht, guck mal. Du musst noch nicht mal wie bei Super Mario einfach von links nach rechts, du kannst auch... Es reicht eine Wand aus. Du kannst an einer derselben Wand hoch. Sehr nice. Na, jetzt wird sowas von erkundet. Wir haben auch ordentlich Asche bekommen. Wir könnten auch nach oben springen. Oh, ich weiß nicht, ob wir das machen sollten, Leute. Ich wollte eigentlich nur testen. Das mache ich später. Ich habe zu viel Kohle. Das ist mir echt zu heiß. Das ist mir wirklich zu heiß. Traue ich mich nicht. Ich gehe hier zurück. Ja, mache ich. Aber das ist ein Abkürzungspunkt und dann hole ich mir da unten das Ding. Aber sowas von. Bin ich hier noch richtig? Nach links will ich gar nicht, aber auch das könnte eine Abkürzung sein. Wir könnten nach rechts gehen oder hier nach links. Ich muss mal schnell durchjacken. Wichtig ist, ich darf auf keinen Fall irgendwas verlieren. Nein, und hier fehlt mir dann doch ein Doppelsprung. Ach, hier dürfen wir noch nicht hin. Ach Mann, schade. Und unten waren wir auch noch gar nicht. Also es ist nicht so, dass wir alle schon gesehen haben. Und hier waren wir schon, ja. Jetzt muss ich von hier bloß noch mal nach oben erneut. Ah, das kriegen wir hin. Naja, wir hätten vielleicht erstmal hier nach rechts springen sollen. Naja, wenn man von rechts kommt, ist der Gegner natürlich nicht schwer. Wir hätten einfach tatsächlich die rechte Seite benutzen sollen. Das wäre das Bessere gewesen. So, und jetzt? Jetzt kommen wir nämlich hier auch weiter. Immer mal Folgendes. Ich werde hier einen Schnitt setzen, denn genau hier ist ja auch die Abkürzung. Ich gehe direkt zur Bank. Dann gehe ich nach oben, kaufe mir ein paar neue Items und wir sehen uns dann unten an der Stelle, wo wir gerade diese eine Herausforderung hatten. Ist das ein Deal? Weil dann bräuchte auch hier den ganzen Käse nicht anschauen, weil das wird sonst eine Doppelung. Macht ja auch wenig Sinn. Wir wollen Neues sehen. Typ, servier uns irgendwas Neues. Mach ich auch, aber erstmal Geld ausgeben. Denn wenn ich krepiere, dann tut der Tod nicht ganz so weh. Da
das der Plan. Also bis gleich. Das hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, weil ich glaube eine Viertelstunde war ich unterwegs. Ich habe nochmal die ein oder anderen Ecken abgegrast, die halt in der Nähe waren. Und dann waren halt wieder Secrets. Was soll ich sagen? Ich kann nichts dafür. Ich hätte das auch mit aufnehmen können, aber wir wollen ja heute noch ein bisschen Progress sehen. Und das ist das, was ich gerade bekommen habe. Werde ich auf jeden Fall mit ausrüsten. Denn mir ist aufgefallen, dieser Dorn-Effekt, der ist zwar ganz nett, aber oft werde ich ja von weiter weg getroffen, dass der Gegner von diesem Dorn-Effekt sowieso nichts spürt. Von daher werde ich das rausnehmen und das mit reinnehmen. Denn ein Gegner kann ruhig langsam Schaden bekommen, wenn ich mit Seelenfokus raufschieße. Warum denn nicht? Halte ich für besser. Und dann habe ich noch irgendein Fragment bekommen. Vielleicht sehen wir das ja auch hier, genau. Maskenscherbe. Eine Scherbe einer uralten Maske, die getragen wird, um sich vor Unheil zu schützen. Sammle noch 3 davon, um deinen Panzer zu verstärken und dich vor Schaden zu schützen. Ist quasi ein Panzer-Upgrade. Ich halte mehr Treffer aus. Ist das damit gemeint? Ich weiß es nicht. Dann habe ich mir noch so ein Ei kaufen können. Da habe ich auch keine Ahnung, was das ist. Und hier unten die 1, Siegel von Heilandsnest. Sagt mir auch erstmal nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Siegel es gibt, aber es gibt hier echt viel zu sammeln, finde ich cool. So, und jetzt ein bisschen Concentration. Ich denke, ich werde mich hier einfach von der Wand nur abschubsen. Nicht drücken, nicht springen. Das werde ich hoffentlich umsetzen. Ich muss einfach nur die Wand runterschnittern und dann den R2-Button drücken. Ich denke, das wird hier das Rätsels Lösung sein. Gucken wir mal. Ja, habe ich mir gedacht. So weit, so gut. Da ist Asche. Brauche ich die Asche? Also nur für Geld würde ich jetzt nicht extra dann angehen. Das war's schon, Quatsch. Ich habe das nur für Kohle gemacht. Das war ein bisschen lame, weil ich dachte, jetzt noch irgend so ein anderes cooles Secret. Dann habe ich ja quasi völlig umsonst die Pause gemacht. Oh Leute, das tut mir leid. Die anderen Sachen, die ich gemacht habe, die waren viel cooler, weil es da als Belohnung geilere Sachen gab. Na dann holen wir uns das dann schon noch. Boah, wie ärgerlich. Was, das bisschen Geld, ey, ganz ehrlich, da hättest du auch ein paar Gegner farmen können. Das kann ja alles gewesen sein. Das kann doch nicht alles gewesen sein, das glaube ich nicht. Ich habe hier irgendwas übersehen. Anscheinend ja doch nicht. Tja, was machen wir jetzt? Gehen wir zur Bank zurück oder gehen wir einfach im Dorf weiter nach unten? Weil da geht's doch anscheinend lang. Oder hätte man unten doch was machen können? Ich spring noch mal nach oben. Bei mir ist doch diese große Schlucht ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Oder mussten wir das mit dem Hebel sogar erst aktivieren? Das kann natürlich auch sein. Dann war das doch das Rätsels Lösung, wa? Dann haben wir einfach das Richtige gemacht schon im Vorfeld. Ja, und ich habe mir oben, wenn ihr wissen wollt, was ich da gekauft habe, ich habe mir einfach alles von der Kartografin gekauft. Halte ich für sinnvoller. Ich habe noch keine Ahnung, ob das jetzt dann trotzdem so klug gewesen ist, aber ich denke mir auf der Karte, wenn ich alle Funktionen freigeschaltet habe, das ist doch bestimmt besser als andere, oder? Was mich nur gewundert hat, Secrets, wenn es welche auf der Karte gab, die habe ich aber nicht gesehen. Es wäre schon schön, wenn ich auf einem Kartengebiet bin und da ist ein Secret, wenn das so eingezeichnet wäre, dass ich weiß, hey, da habe ich noch was verpasst. Das wäre hier eine sinnvolle Unterstützung. Na gut, gehen wir erstmal nach unten, ne? Und wir gehen den Weg nach rechts lang. Warum? Weil dort war ja die Bank! Ja, wir hätten auch gleich mal gucken können. Schau mal, hier oben ist noch ein Weg. Oh, das ist ein Rückzugspunkt. Wisst ihr, was das bedeutet? Hier gibt es einen Schatz. Wir machen das Ganze hier nur für einen Schatz. Da ist auch ein Rückzugspunkt. Das ist ja interessant. Oh je, ich traue mich da gar nicht nach unten und da ist ein Vogel. Naja, erstmal alles richtig gemacht, aber lohnt sich das? Ich meine, was gibt's dort zu holen? Was ist das? Ich sehe nur Stacheln.
soweit so gut. Schön, haben wir eine Abkürzung geschaffen. Warum sind hier so viele einzelne Türen? Okay, das war schon mal ganz gut, weil ich brauche Lebenspunkte. Okay, wir gehen den Mittelweg lang. Und doch hier eine weitere Abkürzung. Seltsam, oder? Da ist nochmal ein Schatz. Und das ist einer von diesen Mantissen. Ist das die Pluralform? Heißt Mantis? Im Plural Mantisse? Du alte Mantisse? Ich hab keine Ahnung. Oder die Mantin. Wie komme ich jetzt da nach unten? Kurz und schmerzlos. Kein Bock hier auf lange Kämpfe. Dass ich Schaden nehme. Naja, wir könnten jetzt noch weiter nach unten gehen. Oder nochmal hier zurück. Mit dem Wissen, dass es hier auch nur ein paar weitere Türen gibt. Naja, ein richtiger Abenteuer geht natürlich nochmal alle Wege lang. Oh, da habe ich was vergessen, aber das ist nur ein Schatz. Brauche ich nicht. Habe ich keinen Bock. So, dann gehe ich hier auch nochmal rein. Also, ich hatte schon bessere Entscheidungen. Ich habe zu spät gesehen, dass dort nochmal ein Kopf war von diesem Mantis. Und hier ist bestimmt der Weg zurück zur Bank. Kann das sein? Oh. Ach, weil der oben gegengeschlagen hat? Ernsthaft? Kann der nochmal schlagen, bitte? Ich glaube, der da hat doch den Schalter umgelegt, oder? Kann das sein? War das jetzt so ein Einmal-Ding? Oh, ich hoffe, ich komme nochmal von der anderen Seite lang. Ja, auch das ist eine Sache, die müssen wir uns einprägen. Okay, dann gehen wir doch nach unten. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier eine riesen Auswahl haben. Aber der Typ ist wieder da. Habe ich gar nicht gesehen. Das ist nämlich genau das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also wann wird denn generiert, dass ein Gegner nochmal auf der Bildschirmfläche erneut erscheint? Da, wenn man das jetzt wüsste. Oder sind die Vogelfischer immer da? Dann könnte man die ein bisschen farmen, weil die geben mehr Münzen. Nur es dauert halt auch sehr lange, bis die besiegt werden. War auch eine falsche Entscheidung. Ich wollte eigentlich schießen, aber hab's nicht gemacht. Warum auch immer, habe ich den Kreisbutton gedrückt gehalten. Boah, das ist ein Endkampf. Das ist eine Endkampfbühne. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt langlaufen sollte, Leute. Ich meine, ich bin ja ziemlich nah an der Bank dran, aber ich weiß nicht. Nein, nicht herausfordern. Kika. Aber anscheinend muss ich die herausfordern. Mach ich nicht. Kann ich nochmal zurück? Ich will nochmal den anderen Weg lang gehen. Was mach ich denn jetzt? Mach ich jetzt? Ach komm, was soll's. Ich werde die herausfordern, dann kriegen wir eben auf die Fresse, dann verlieren wir die ganzen Münzen und dann bin ich aber zumindest bei der Bank und wir haben den Kampf hier einmal gesehen. Und dann werde ich eine Pause machen
Und dann werde ich einfach nochmal alles andere erkunden, was ich halt offen gelassen habe. Und dann machen wir hier an der Stelle weiter. Oder wir gewinnen auf glücksame Art und Weise hier den Kampf. Mal gucken. Mantisfürsten. Oh je. Hat uns erwischt! Wie kann ich uns erwischen? Oh, wird mal schneller, kann das sein? Das war sehr schlecht von mir, weil ich fand das jetzt nicht hart. Ich fand es nicht hart, mich hat es nur überrascht, dass halt die ihren Kreisel immer schneller geworfen hat. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass sie schon fast down war. Wir hätten in dem Moment, wo sie nach unten geprescht ist, ruhig einen Schuss nach vorne machen können. Aber egal. Ich mach mal Folgendes, und zwar auch hier genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich brauche halt diesen Effekt nicht, das hier. Das ist total dumm, das mitzunehmen. Ich werde das mal mit reinnehmen. Ich hoffe mir dadurch einen viel, viel größeren Bonus. Und mal gucken, ob es dann auch was bringt. So, und jetzt? Jetzt werden wir nämlich hier schön an der Stelle erstmal weiterspielen und unten links lang laufen. Denn da waren wir ja noch gar nicht. Wir müssten ja, wenn es gut läuft, an der gleichen Stelle rauskommen. Oh, ist doch mega süß. Habt ihr das immer gehört? Der braucht Hilfe. Es braucht Hilfe auf jeden Fall. Und ich komme da nicht lang. Es gibt keinen Weg, der nach da führt. Nach da oben. Was mache ich denn da jetzt? Ich komme gar nicht hoch. Aber es gibt einen Durchweg. Hier auch, das ist auch eine Tür. Das ist auch eine Tür. Kann ich nicht öffnen, da brauche ich Super Missiles. Sprintmeister. Was ist das denn Schönes? Bin ich schneller? Das Abbild eines exzentrischen Käfers, der nur als der Sprintmeister bekannt war. Der Träger kann häufiger sprinten und den Sprint auch nach unten einsetzen. Ideal für alle, die sich so schnell bewegen wollen wie nur möglich. Ich kann permanent sprinten oder nur einmal mehr. Und nach unten vor allem. Ich kann häufiger sprinten. Oh. Das war jetzt eher Zufall. Oh je, da wird doch nichts. Das wird nichts, Leute. Wenn ich da hinten schon die Stacheln sehe, da wird mir übel. Okay, das war dann doch ganz gut. Oh je. Fuck, Alter. Das wird nichts. Das krieg ich hier nicht hin. Oder ich darf nicht sprinten. Ich muss einfach nach oben. Oh, Alter. Das ist... Erstmal aufheilen. Es ist einmal zu viel. Es ist einmal zu viel. Ich muss das anscheinend gleich auf Anhieb machen. Oh, wir haben es geschafft. Und wir haben es geschafft. Wir sind echt nicht gestorben.
Es ist, ich meine, wenn man es gewohnt ist, vielleicht kein riesen Highlight, aber da freue ich mich enorm. Oh, bitte lass mich nicht zurück, du hast mich vergessen, ich wusste, das würde passieren, immer werde ich vergessen. Oh, wer bist denn du? Dein Gesicht, du bist so... Was denn? Normal? Bretter? Das tut mir leid, ich habe mich verlaufen, ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Kannst du mich zurückführen? Du bist gekommen, um mich, Bretter, zu retten. Das Mädchen, das alle einfach ignorieren. Entschuldige, wenn ich dein Gesicht ansehe, kann ich kaum, ich kann einfach nicht glauben, dass du diesen Weg hierher auf dich genommen hast, um mich zu retten. Ich dachte nicht, dass jemand... Na, entschuldige, ich meine, danke, ich meine, ich gehe jetzt besser zurück in die Stadt, ich meine, ich gehe besser nach Hause, okay? Cool, haben wir sie gerettet? Dann hat sich der Weg ja doch gelohnt. Ist ja jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte? Das müssen wir auf der Karte nochmal einzeichnen. Ja, den Sprintmeister, ich bin mir nicht sicher, ob wir den jetzt schon reinnehmen sollten, weil das verbraucht ja 2 Sockel. Dann müsste ich irgendwas mit rausnehmen. Seelenfänger. Also die Seele erhöhen, das ist schon, das möchte ich schon gern drinnen lassen, ne? Zurückprallen, das könnte ich rausnehmen. Das kann man auch zum Vorteil benutzen. Es ist nicht immer hilfreich, wenn man... standhaft bleibt, wollte ich sagen. Wegeskompass. Brauche ich den? Nehme ich das mit raus? Wie kann ich denn das absockeln? Ja, kann ich nicht. Ich meine, ich muss doch hier irgendwie die ganzen Sachen hier wegsockeln können. Wie geht denn das? Weil ich bin doch gerade auf der Bank, oder nicht? Ah, nee, bin ich nicht. Ich muss mich ja erst hinsetzen und jetzt kann ich hier sockeln. Das raus damit und das raus damit. Ich nehme mal Sprintmeister mit rein. Aber ich kann doch gar nicht häufiger sprinten, ne? Also nicht in der Luft zumindest. Das gefällt mir nicht. Ich kann also wenn ich in der Luft nicht mehr sprinten kann, dann hilft mir das sehr wenig. Dann habe ich den Skill etwas stärker hervorgehoben, als er eigentlich ist. Ja, dann bleibt's dabei. Ich mache hier einen Break und wir sehen uns dann, wenn wir den Boss da unten legen. Den werde ich mir vielleicht nochmal angucken. Vielleicht mache ich ihn auch mit euch gemeinsam. Muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, der war jetzt nicht so sonderlich schwer. Ich denke, wir werden uns das einfach... Ja, machen wir gemeinsam. Kriegen wir einfach zusammen auf die Mütze. Und werden uns dann auch zusammen eine Strategie überlegen. Und ja, was mache ich? Ich werde wahrscheinlich nochmal zurückgehen. Gucken, ob ich nochmal einen Besuch bei den Würmern abstatte. Und dann geht's hier unten weiter. Also, bis später, reinhauen und tschüss.